Und hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Aufnahme von Minecraft mit dem Blick auf unseren ausgeschalteten Spawner und auf ein Schaf. Gut, wir haben in den letzten Folgen ordentlich viel gebaut. Da ist ein Enderman und da werden wir einfach gleich mal wieder weiterbauen. Ja, eine Neuerung gibt es. Und zwar werdet ihr die jetzt gleich hören. Tja, wir haben andere Musik als die von Minecraft. Ich dachte mir, das wird mal Zeit, eine kleine Playlist anzulegen oder auch mehrere. Wir haben jetzt eine Tagesplaylist, eine Nachtplaylist und ich bin am Arbeiten, dass wir auch noch eine Kampfplaylist kriegen. Aber ja, das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Also nicht jetzt einen Moment, sondern ein paar Aufnahmen lang wird es dauern wahrscheinlich, bis das alles soweit ist, dass man das auch einsetzen kann. Das im Moment ist jetzt die Tagesplaylist, da habe ich ein paar Stücke reingeknallt. Der Ersteller dieser Musik dürfte bekannt sein über ein paar andere Let's Plays. Das ist von Kevin MacLeod. Und ja, ich werde die Seite einfach verlinken. Sehr, sehr schöne Musik zu finden teilweise und die kann man überall, wenn man lustig ist, nutzen. So, wir sind hier und wollen dieses sogenannte Wohnzimmer weiter ausbauen. Haben noch ein paar Scheiben im Inventar, dort. Und werden diese dann jetzt auch nutzen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Die kommen dann hier so hin, aber da brauchen wir noch ein bisschen sauberen Stein. Ja, außerdem habe ich noch ein neues Texture-Pack, also nicht aktiv im Moment. Aber im Allgemeinen ist es auf meinem PC und in Minecraft integriert. Leider ist das noch nicht ganz fertig, deswegen sind da ein paar Texturen noch. Ja, die Default-Texturen, sprich die ursprünglichen Minecraft-Texturen. Ein wenig schade. Oh! Na komm, wieder hoch. Komm, 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 komm. Habe ich natürlich gerade den Bogen weggetan. Ist sie tot? Nein. Noch nicht. Komm schon, ein Schlag noch. Jawohl. So. Alles friedlich. Hier ist auch alles friedlich. Gut, dann können wir weitermachen. Ja, die Texturen nennen sich Chroma Hills. Eventuell verlinke ich das auch. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ähneln ein wenig den Specs-Texturen, wer das Pack kennt. Etwas Comic-lastig, würde ich sagen, aber sehr schön. Also nicht so übertrieben teilweise wie bei Specs. Ja, ich würde es gerne nutzen, aber nicht so halb fertig. Das finde ich etwas blöd. Deswegen warte ich damit noch, bis es irgendwann dann komplett fertig ist. Und dann werde ich das hier dann auch verwenden. Denke ich mal. So, hier ziehen wir dann die Decke rein. Und ich schalte mein Lied weiter. Und mache etwas leiser. So, ja. Decke ist fertig. Wie gesagt, das Texturenpack kommt, wird eingesetzt, sobald es auch wirklich fertig ist. Na, Mist. Vorher nicht, weil ich möchte fertige Texturenpacks hier drin haben. So, machen wir von der Seite aus am besten. Und ja, was gibt's noch? Ja, erstmal nichts. Ach doch, am Ende der Folge wird es wahrscheinlich ein kleines Outro geben, wenn das alles geklappt hat. Da habe ich mich jetzt auch mal drum gekümmert, dass wir sowas kriegen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es klappt. Bei Gilde dürfte es schon drin sein, wenn diese Folge hier, also wenn diese Minecraft-Folge läuft, läuft wahrscheinlich auch schon eine Folge Gilde, die das drin hat mit einem Outro. Ich hoffe, es gefällt, es sagt zu. Wenn nicht, dann Kommentare schreiben und die Verbesserungsvorschläge anmelden.
Gut. Wir knallen noch ein paar Steinchen in den Ofen. Dort. Und noch ein wenig Kohle einfach hinterher. Und dann schauen wir mal im Haus, ob wir da noch ein bisschen Rohstoffe haben, um hier weiterzumachen. Das wäre doch ganz schön. Und das Dach da hinten ist immer noch nicht fertig, wie ich feststelle. Aber ich habe ja auch nicht weitergebaut. Das bedeutet, wir machen einen kleinen Umweg und holen uns da Holz, damit wir auch diese Baustelle weiter fertig bekommen. So. Und nochmal. Blöp. Perfekt. Ja, 23 könnte mehr sein, aber gut. Jetzt müssen wir nur noch dran denken, die Setzlinge wieder einzusammeln. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Schornstein. Hoch. Nein. Okay, in irgendeiner Höhle unter unserem Haus scheint ein Zombie zu sein. Hier haben wir Steinchen, Steak. Nehmen wir die Steinchen mal mit. Uiuiui, haben wir echt kein Glas? Wir haben kein Glas. Haben wir unten noch Glas? Erde. Auch nicht. Ups. Sättel. Kein Glas. Alles klar. Spitzenklasse. Gut. Schaufel haben wir nur eine. Zack. Und ein Slime rennt da irgendwo rum. Eisenschaufel. Oh, eine Eisenschaufel. Beziehungsweise zwei. Dann schmeißen wir die Blume, nee, die Pflanze mal draußen ein. So. Blume. So. Dann gucken wir mal kurz, wo hier eventuell der Slime ist, ob man den sehen kann. Den könnten wir nämlich schön für Sticky Pistons benutzen. Aber da scheint kein Slime in der Höhle zu sein. Was macht ihr außerhalb? Spinnt ja wohl. Auch du. Gut, dann suchen wir uns Sand. Dort hinten ist noch Sand. Haben wir eigentlich... Wir haben keine Wüste in der Nähe, ne? Ups, keine wirkliche. Dann nehmen wir uns den Sand hier mal. Auch wenn das etwas blöd ist. So. Und so. Und so. Und so. Ah, Mist. Hier fließt das nicht mehr zusammen. Oh, wir haben einen Eimer. Wir haben sogar mehrere Eimer. Einmal dieses hier und dann da. Sehr gut. So sieht's wieder gut aus. Und du gehst bitte aus dem Weg. Ja, die Musik ist schon etwas besser als die Minecraft-eigene. Aber es ist ja auch nicht wirklich schwer. Also nicht, dass sie schlecht wäre, die Minecraft-eigene Musik. Aber naja. Ups. So, machen wir das so einigermaßen wieder zurecht. Das hauen wir noch weg. Ich will aber nicht so viel Raubbau hier betreiben. Da sollten wir uns vielleicht besser eine Wüste suchen. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier in der Nähe eine hatten. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Na gut, das schmelzen wir ein, aber wir schmelzen 40 ein. Das heißt, wir holen uns noch einen irgendwoher. Diesen hier. Zack. Und dann haben wir wieder genug Glas für das Wohnzimmer. Und während das einschmelzt, werde ich das Inventar noch mal ein bisschen leeren und dann ein paar Treppenstiefchen bauen, um unser Dach drüben fertig zu kriegen. So. Das reicht in jedem Fall und es wird dunkel. Das heißt, wir können uns sehr gut dem Inventar leeren widmen. Türen zu.
Türe auf. Na, und durch die Tür gehen. So. Dort ein wenig Erde hinein. Knochenmehl müsste eigentlich oben hinein. Tropenholz war auch oben in die Kiste. In der Kiste. Dann hier alles drin. Die Sortierung ist hier noch nicht wirklich drin. Kommt das mal daran? Ach, da haben wir ja noch ein paar Stufen. So, da haben wir Knochen. Das kommt eigentlich alles draußen hin.